Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Wo sind die russischen Zentralbankreserven geblieben? Das fragt sich so manche deutsche Gazette. Zuletzt konnte man darüber einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung finden, den ich euch empfehle und den ich euch verlinke. Die Frage ist ja nicht ohne, wenn gleichzeitig immer wieder die Rufe lauter werden, man sollte diese 300 Milliarden gekappten Geldes der Russen für den Wiederaufbau der Ukraine verwenden. Also fangen wir mit den Fakten an. Vor über einem Jahr wurden ja die russischen Zentralbankreserven im Westen, die sich bei den dortigen Banken und Zentralbanken befanden, gekappt, das heißt offiziell eingefroren. Seitdem hört man eigentlich nicht mehr viel darüber. Deswegen haben sich einige misstrauische EU-Parlamentarier zusammengetan und an die Obrigkeit in Brüssel die Frage nach dem Verbleib dieser Reserven gestellt. Das ist nicht so einfach zu beantworten und die EU weiß es auch nicht. Wie bitte? Die EU weiß es auch nicht. Ja, die kann es auch nicht wissen, weil sie nur eine Verordnung herausgab an alle Geschäftsbanken, die irgendwelche Konten der Zentralbank Russlands haben, dass dortige Gelder zu sperren. Und dabei blieb es. Welche Banken jetzt über welche Aktiva verfügten, weiß man nicht. Zu den Aktivas gehören ja nicht nur das Bargeld und die Devisen, sondern auch eventuell Gold und Währungsreserven von vielen anderen Großentwicklungsländern, aber in erster Linie Anleihen, Aktien und Beteiligung. Also ist ein großes Spektrum von Aktivas. Und da es keine, sagen wir mal jetzt hier, Verpflichtung gab, alles penibel einzeln den Organen hier der EZB zu melden, hat man das dann auch mit der Kontrolle nicht so ernst genommen. Ob überhaupt eine Kontrolle stattfand, dass die Banken sich daran halten, weiß man. Jetzt ist zu fragen, was hätte denn die Banken veranlasst, sich daran nicht zu halten, wenn es solche strengen Gesetze gibt. Ja, da fragt man sich, ob die tatsächlich so streng sind. Man ist ja nicht in den USA oder in Großbritannien, wo der Staat rigoros durchgreift. Hier nimmt man es in Europa vielleicht nicht so genau, weil Sie haben ja wahrscheinlich auch bis jetzt nicht gehört, dass die Strafen für die Umgehung von Sanktionen in Europa irgendwie besonders groß sind und dass viele Fälle bekannt sind. Also wird man wahrscheinlich im Zweifelsfall sich daran nicht so halten. Und was da vielleicht herauskommt, wenn es nachgeprüft wird, das ist ja eine andere Frage. Es ist bei den Juristen so, dass die Einigkeit herrscht bezüglich der Rückgabe dieser Vermögenswerte, sobald die Sanktionen aufgehoben werden. Weil die Sperrung der Zentralbankreserven ist ganz streng an die Sanktionen geknüpft. Und Sanktionen sind wieder über die Rechtsgrundlage eine EU-Verordnung erlassen worden. Also die EU erlässt selber ein Gesetz und sanktioniert jemanden und dann müssen sich alle im Lande daran halten. So ist ungefähr die Rechtsgrundlage. Jedoch ist zu beachten, dass hier keine, sozusagen kein Freibrief für die staatliche Macht gegeben ist, weil sehr oft wurden auch die
geschlossenen oder die Gelder, die eingefroren wurden bei anderen Ländern, fällt mir gerade jetzt hier so Iran ein, freigegeben aufgrund eines Gerichtsbeschlusses. Das kann hier auch sehr gut passieren und die EU arbeitet ja fieberhaft an einem Rechtskonstrukt, das jetzt hier die Beschlagnahmung legalisieren würde und vielleicht auch einen Schritt weiter wird sie gehen, indem sie jetzt sagt, versuchen wir auch noch die Gelder weiterzuleiten, zu verteilen, so für den Aufbau der Ukraine. Also das steht noch alles offen, aber zunächst mal ist es unsicher. Ja, jetzt kann man natürlich weiter fragen. Man hat jetzt hier ein Stein ins Rollen gebracht und da könnte jetzt hier durch die Aufnahme von exakten Listen doch festgestellt werden, wo und wie viel beschlagnahmtes Geld lagert und das dann zentral erfassen und vielleicht durch eine weitere Verordnung dann veranlassen, dass diese Gelder an eine staatliche Großbank oder an die Zentralbank überwiesen werden und die würde das in der Ukraine, ja, sagen wir mal, hier weiterschenken. Aber das ist erstmal der zweite Weg. Zunächst mal ist es so, dass die Höhe der Gelder und der Verbleib nicht bekannt ist. Das wäre so viel, wenn es um die Frage der Bestandsaufnahme geht. Die andere Frage ist, was passiert denn eigentlich mit der eventuellen Umgehung der SWIFT-Verordnungen für die deutschen und russischen Banken und den Ausschluss dieser russischen Banken von dem SWIFT-System? Das SWIFT-System ist ja ein elektronisches Datenaustauschsystem. Es ist auch nicht sozusagen ein Kontoauszug, wenn Sie etwas überwiesen haben. Das heißt im Grunde genommen nur, dass die Bank A weiß jetzt, dass die Bank B von dem Guthaben der Bank A an die Bank C beispielsweise Gelder überweisen soll. Also man kann das auch per Mail machen, aber es ist nicht so sicher. Die Buchungsvorgänge als solche werden ja automatisch nur in den einzelnen Häusern vorgenommen. Und wenn das so ist, dann kann man ja fragen, gab es denn Handelsbeziehungen vor der SWIFT-Ära, also vor 1973? Natürlich gab es sie. Wir wissen ja, ganz große Beträge wurden dann jetzt hier per AVI oder jetzt hier per Fax oder vielleicht noch hier per Telegram überwiesen. Das wissen wir aus vielen Filmen, Abenteuerfilmen, wo die großen Reisenden, die großen Globetrotter, wenn sie in eine Bank in Kairo ankamen, zunächst mal fragten, kam denn schon mein Geld aus London? Also früher ging es auch, warum soll es heute nicht gehen? Und so wird man wahrscheinlich dann auch, wenn man vom Handel physisch nicht abgeschnitten ist, das machen, ohne es wird. Große Beträge, nehmen wir mal an, 1 Milliarde US-Dollar, die an Russland gezahlt werden müssten, an eine russische Bank, die wird dann über ein anderes System angekündigt und es klappt schon. Zumal jetzt hier solche Ersatz-SWIFT-Systeme in Russland selbst und in China auch auftauchen. Außerdem gibt es noch das System der Banken von großen Entwicklungsländern, da gibt es Schwellenländer, die nicht sanktioniert sind, nehmen wir mal indische und chinesische Banken, über die man da die großen Summen auch bewegen kann. Langfristig gesehen könnte es für Russland aber Alternativen geben.
In den letzten Jahren wurden eigene Zahlungssysteme wie SPFS und MIR aufgebaut, an das Nachbarstaaten wie Kasachstan, Armenien oder Kirgisistan angeschlossen sind. Banken könnten Zahlungen zum Beispiel mit SWIFT nach Kasachstan schicken und von dort aus mit dem russischen Zahlungssystem nach Russland weiterleiten. Das geht aber logischerweise nur, solange die betroffenen Banken nicht auch von Sanktionen betroffen sind. Russland könnte aber auch verstärkt mit China zusammenarbeiten. Und natürlich sind Kryptowährungen auch eine Möglichkeit. Die funktionieren ja ohne Banken. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Land vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen wird. 2017 waren nordkoreanische Banken betroffen, 2012 Banken im Iran. Das hatte weitreichende Folgen. Also wir sehen hier auch die Sperrung Russlands vom SWIFT hatte den Effekt des finanziellen Ruins des Ostfriesens nicht bewirkt. Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, können wir Folgendes festhalten. Wo die Gelder in welcher Summe sich befinden, wir meinen jetzt die gesperrten Zentralbankgelder und Aktiva sich befinden, weiß man halt nicht. Ob es noch in dieser Höhe vorliegen, weiß man auch nicht. Man weiß aber, selbst wenn jetzt hier eine Fremdverwendung, also Entfremdung, wie die Weitergabe an die Ukraine stattfindet, ist es für Russland auch nochmal kein Todesstoß, weil die 300 Milliarden insgesamt und davon 200 Milliarden US-Dollar in der EU hat Russland eigentlich in einem guten Jahr mit dem Außenhandelsüberschuss erzielt. Also, die Russen werden nicht arm und die Außenwirkung dieser Maßnahme, also sozusagen Vermögensraub des Westens von unliebsamen Partnern, die in Ungnade gefallen sind, wird sich herumsprechen. Also der Schaden, der jetzt entsteht, der Rufschaden für den Westen ist viel größer als vielleicht dieser Nutzen, dass man kurzfristig Russland geärgert hat. Damit sind wir eigentlich mit dem Thema am Ende vielleicht noch ein kleiner Hinweis. In den nächsten Tagen will die EU bekannt geben, was sie eigentlich mit diesen Geldern vorhat. Da gibt es so kleine Ideen, wie wenigstens die Zinsen an die Ukraine zu überweisen. Aber selbst das hält die EZB für bedenklich. Und außerdem wäre es ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Von 200 Milliarden, vielleicht 2% an Zinsen sind die 4 Milliarden, ist immerhin etwas, aber das macht eigentlich auch den Bock nicht fett. In diesem Sinne, einen schönen guten Tag. Die EU will eingefrorenes russisches Vermögen für die Unterstützung der Ukraine einsetzen. Dafür werde die EU-Kommission noch vor der Sommerpause einen Plan vorlegen, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen laut der dpa bei einer Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine am 21. Juni in London. Der Täter muss zur Verantwortung gezogen werden, so das Urteil der 64-Jährigen. Bei der Ukraine Recovery Conference in der britischen Hauptstadt sollen die Fundamente für den Wiederaufbau des Landes gelegt werden. Im Fokus steht dabei, wie privatwirtschaftliche Unternehmen dazu ermutigt werden können, in dem vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Land zu investieren. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hatte im Vorfeld der Konferenz bereits eine Wiederaufbauoffensive angekündigt.